Gestern gab es ein Kessel Buntes. Es musste aus einem Warenkorb herausgekocht werden. Trotzdem, finde ich, haben sie alle sehr ansehnliche Gerichte präsentiert. Nur der Wumms hat gefehlt. Wenig Würze, das habe ich gehört. Das hat mich ins Mark getroffen. Es war teilweise sehr gut, aber alle haben sehr wenig gewürzt. Angst vor, das ist typisch, Angst vor dem Würzen. Ne? Annette ist raus. Schnief. Ich kann es nicht mal auf die fehlende Zeit schieben. Ich glaube, das war einfach fehlendes Gaumenwissen. Oh, es ist ja nur Essen und Trinken und das ist alles schön. Ich habe mich darüber gefreut, dass ihr so schön hier gemacht habt. Wir haben von Annette eine riesen Einladung bekommen. Wir dürfen zu ihr alle nach Hause. Sie hat uns für Frühjahr nächstes Jahr eingeladen und da werden wahrscheinlich alle kommen. Ja, das weiß ich noch gar nicht. Das ist aber toll. Ich wünsche euch ganz viel Glück und sag bis bald in Frankreich. Ja, wir haben ja heute den vorletzten Tag, das Halbfinale. Und wir kochen heute die Dreierlei vom Weihnachtsmarkt. Also die Aufgabenstellung ist eigentlich, sich vorzustellen, man geht auf den Weihnachtsmarkt und hat so drei kleine Köstlichkeiten. Trompetenmusik, Zimtgeruch, Glühweingeruch, gebratene Bratwurst. Das ist Weihnachtsmarkt. Wenn ich an den Weihnachtsmarkt denke, denke ich sofort an Glühwein, an gebrannte Mandeln, an Bratäpfel, an eine Glocke, die läutet und dass es einfach eiskalt ist. Und Weihnachtslieder, selbstverständlich. Bei mir muss es immer einmal Bratwürste sein. Wer liebt den Weihnachtsmarkt nicht? Ich liebe ihn, die Gerüche, die Geschmäcker, die fröhlichen Menschen. Ein bisschen was davon haben wir heute in der Sendung. Ich freue mich. Okay. Es ist endlich wieder Weihnachtsmarkt hier, meine Damen und Herren. Das ist unser Motto heute und deshalb sage ich, an die Töpfe, fertig, los geht's. Jawohl. Ja, um den Weihnachtsmarkt geht es heute, um die Köstlichkeiten, die man dort so kaufen könnte. Die müssen meine Kandidaten heute machen. Es soll heiß sein, es soll flüssig sein, es soll herzhaft sein. Und ich bin gespannt, ob unser Juror Ali Güngörmisch, der heute kommt, ja. Ich bin gespannt, ob er heute wieder aus der Sendung heraustorkeln wird oder ob wir vielleicht auch ein alkoholfreies Heißgetränk dabei haben werden. Das werden wir gleich erfahren, vielleicht auch von unserem ersten Kandidaten. Ich freue mich auf Nicolas Fanzelo. Ja, mein Lieber. Was hast du mitgebracht? Drei Köstlichkeiten solltet ihr ja machen. Richtig, ein schönes ja. Getränk, was Süßes, was Herzhaftes. Was gibt's bei dir? Herzhaft gibt's bei mir Estragon-Champignons auf dem Röstbrot. Dann gibt es einen Tom and Jerry Eggnog, also einen Eierpunsch nach amerikanischem Rezept, mit Vanille. Geil. Und als Nachspeise mache ich die schönen spanischen Churros mit einer schönen Schokoladensauce. Hammer, echt Hammer. Schön. Einfach deine Lieblingsköstlichkeiten oder einfach die, wo du sagst, damit kannst du Ali am meisten beeindrucken? Beides, glaube ich. Also ich esse es gern und ich glaube, man kann damit das beeindrucken. Und in der Zeit ist es auch zu schaffen, ist ja auch wichtig bei der Küchenschlacht. Eggnog ist ja ein richtiger Klassiker, ne? Also ist sozusagen, was den Deutschen der Glühwein ist, ist für den Amerikaner der Eierpunsch. Ja, genau, ja. Amerika, Kanadier wird Eierpunsch gegessen. Schon im 19. Jahrhundert, sagt man, wurde der Eierpunsch gemacht. Präsident George Washington war großer Eierpunsch-Fan. Das stimmt. Beispielsweise er hatte seine eigene Rezeptur. Und wie machst du den? Mit Eiern, viel Sahne, Rum und Vanille. Ja, Alkohol kann man ja alles Mögliche reingeben, ne? Ja, das stimmt. Also Eier aufschlagen und dann? Genau, Eier aufschlagen, ein bisschen Sahne runterrühren, auf dem Wasserbad ganz wichtig, dass es langsam warm wird. Mhm. Und kurz vor Schluss dann halt den Rum reingießen, nochmal eine schöne Sahne aufschlagen als Topping und eine Muskatnuss ein bisschen zum Verzieren rüber rein. Cool. Also ich bin sehr gespannt auf deine Köstlichkeiten, hört sich alles sehr lecker an. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Spaß, mein Lieber. Ja. Wenn man auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist, besonders beziehungsweise in der Weihnachtszeit, isst man sich vielleicht doch die ein oder andere Kalorie an. Meine nächste Kandidatin hat da die richtigen Mittel dagegen. Sie ist eine große Sportskanone. Ich freue mich auf Julia Fassbender. Hallo. Ne, so mit Kalorien hattest du ja schon mal so ein bisschen zu kämpfen, ne? Ja, hatte ich.
Du hattest mal viel, viel mehr drauf, ne? Ja, ich hatte tatsächlich mal 35 Kilo mehr auf den Rippen. Und wie lange hat es gebraucht, die abzutrainieren? Dreiviertel Jahr circa. Okay, also du hast dann in 8 Monaten 35 Kilo abgenommen, ja, oder richtig. Was? Richtig, mit sehr viel Sport, Ernährungsumstellung und einfach sehr, sehr, sehr viel Disziplin. Hier sieht man so ein etwas älteres Foto von dir. Ne? Ich finde, da warst du auch sehr, sehr hübsch auf dem Bild. Das ist aber nett, vielen Dank. Ja, ja, aber ja, großen Respekt. Also dieses Erfolgserlebnis hatte ich auch schon mal. Ja? Nur andersrum. Ach so. Du siehst aber immer noch gut aus, ne? Dankeschön, meine Liebe. Was gibt's denn bei dir? Weil in Weihnachtszeit soll man nicht so sehr auf Kalorien schauen. Wir genießen heute einfach mal. Was gibt's? Bei mir gibt es, Alter, ein herzhaftes Handbrot, so wie man es immer auf dem Weihnachtsmarkt kennt. Bekannt aus dem Dresdner Handbrot. Mhm. Was ist das genau, ein Handbrot? Also ich habe es auch schon mal gehört, aber... Ja. Ja, das ist quasi das, was ich hier mache. Der Teig ist quasi jetzt schon fertig. Das ist ein Hefeteig, den du gemacht hast, ja, ne? Ja, ganz schnell. Ich dachte, das kann man ja mal machen. Das ist aber ganz schön sportlich so, ne? Hefe muss ja auch aufgehen und so, die muss ja, reagieren. Nicht immer. Die Hefe ist heute nett zu mir, deswegen geht sie ganz schnell hoch. Oh, und ich benutze Backmalz mit dazu. Und Backmalz ist so ein kleiner Turbo, dass die Brötchen schneller aufgehen. Und die werden dann auch sehr knusprig. Okay, woher hast du das Fachwissen? Das habe ich mir angeeignet. Ja, klingt logisch irgendwie, ne? So wie du, ne? Ja, ja. Ja, aber so backenmäßig bin ich nicht so der, ich bin nicht so der Backkönig, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt schon öfters zu Hause ausprobiert und auch meinen Kollegen, die möchte ich einmal kurz alle grüßen. Ja, sicher. Die Kamera ist an. Rein also damit. Alle Kollegen in Hamburg, herzliche Grüße. Ich habe heute extra frei bekommen, damit ich heute hier stehen kann. Also liebe Grüße. Hallo. Und die durften es alle auch schon kosten und waren alle total begeistert davon. Cool. Und also dieses Handbrot. Genau. Dann, was hast du noch? Dazu gibt es einen Holunder Gin Punsch. Ja, das hört sich auch ziemlich gut an. Ich saß wirklich in der Küche mit meiner WG-Mitbewohnerin, mit der Wiebke. Und wir waren echt wie in der Hexenküche, was denn so zusammenpassen könnte. Ein bisschen Gin, ein bisschen Sekt, ein bisschen Holunder, ein bisschen heißes Wasser. Und dann hat das geschmeckt. Es hat ganz schön Wumms. Also wir waren nach der Probierstunde, da hatten wir schon einen leicht im Tee gehabt. Aber es war okay. Dann, Und dazu gibt es eine Praline im Schnee mit Sternstaub. Praline im Schnee mit Sternstaub. Oh. Das hört sich aber sehr romantisch an. Du musst jetzt deine Brötchen eben in den Ofen. Genau, ich warte hier auf dich. Das ist aber schön. Ja, klar, Julia. Lass mich dein Romeo sein heute. Ja. Oh. Mm. Du bist mein Romeo? Ach, das ist schön. Freue ich mich. Holunder-Gin haben wir gesagt und dann die Pralinen im Sternstaub. Da musst du noch mal erklären. Die Pralinen mache ich jetzt. Ich habe jetzt hier quasi Datteln. Da kommt jetzt ein bisschen Kokosöl dazu und Kokosraspeln. Kokosraspeln werden quasi den Schnee darstellen. Und ich habe essbares Glitzer, das finde ich total verrückt. Das werde ich dann oben drüber so ein bisschen Wo ist denn das essbare Glitzer? Das habe ich versteckt. Wieso das denn? Weil es so wertvoll ist. Nein. Hier, das ist der essbare Glitzer. Essbare Glitzer, das kann man bestimmt auch auf Wangen verteilen. Natürlich, oder so. Soll ich dir ein bisschen was drauf machen? Oh ja, bitte. Ja. Oh, schön essen. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, aber naja, gut. Da komme ich noch mal drauf zurück auf den Sternenstaub. Vom Sternenstaub kommen wir zum Schwaben, einem Kollegen, der Weihnachten eigentlich eher traditionell feiert, mit Würstchen und Kartoffelsalat. Ich freue mich auf Harry Grötz. Du bist eher so ein Traditioneller, oder? Ein Traditionalist. Mhm, doch. Schön. Doch. Weihnachten mit Familie. Und jetzt fehlt mein Schäler. Dein Schäler? Und Weihnachtsmarkt? Wie ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt so? Einer der größten in Europa. Tatsächlich. Okay. Sogar größer wie der Nürnberger. Oh, jetzt gibst du aber an, gell? Ja, das muss man schon machen. Jetzt haust du aber auf die Kacke, gell? Aber. Und ich habe mir auch heute mitgebracht, den schwäbischen Weihnachtsmarkt. Ich mache Krautspätzle mit Speck. Dafür würde ich dich am liebsten küssen schon. Ja, nee, lieber nicht. Dann mache ich als süßen Nachgang Apfelküchle und Bierteig. Ja. Auch typisch schwäbisch. Okay. Und als heißes Getränk habe ich mal auf Alkohol verzichtet. Es gibt heiße Orange mit Ingwer und Vanille und Honig. Hört sich saulecker an. Als
Schwabe, Mitglied der 0711-Gang. Ja. Freue ich mich natürlich darüber. Krautspätzle, ich glaube, braucht man nicht viel zu sagen. Spätzle natürlich selber gemacht. Geschabt oder was? Oder? Presst. Presst, okay, das ist okay. Den Ingwer-Orangen-Tee, gibt es da eine Besonderheit dabei? Ja, ich habe Ingwer jetzt hier, ich setze hier gerade Ingwerwasser ein. Ich habe Wasser aufkochen lassen, ganz normal. Mhm. Ingwer geschält, geschnitten. Der zieht jetzt hier im heißen Wasser. Mhm. Hier drüben habe ich frisch gepressten Orangensaft mit Vanille. Ja. Später tue ich noch ein bisschen Honig dazu und fülle das nachher mit dem Ingwerwasser auf, damit der Ingwer in den Orangensaft übergeht. Hat das einen Grund, dass du keinen Alkohol reingibst? Ich bin ein kompletter Anti-Alkoholiker. Achso, du trinkst auch gar keinen, nein, oder was? Nein. Okay. Das ist vielleicht ganz gut heute für Ali Güngermisch, der dann heute verkosten muss, dass er mal aber einmal ein bisschen Luft holen kann. Genau. Schön, dass du da bist, Sari. Klasse Gerichte. Und jetzt werden wir mal schauen, ob der Nürnberger Weihnachtsmarkt da mithalten kann gegen die geballte Schwabenbrauer. Ich freue mich auf Gisela Nisselbeck. Der in Nürnberg, der heißt gar nicht richtig Weihnachtsmarkt, oder? Christkindlesmarkt heißt der in Nürnberg. Ja, und das ist ja, der ist ja schon, also wenn man an Weihnachtsmarkt denkt, denkt man eigentlich in Deutschland an den Christkindlesmarkt. Wo? Ja, in Nürnberg. In Nürnberg, genau. Ja, natürlich, klar. Tirol. Was macht den so besonders? Die Anordnung der Buden, die also schon so ewig lang besteht, dieses Städtlein aus Tuch und Holz, das immer im Prolog erzählt wird, das macht den Christkindlesmarkt aus. Im Prolog wird das erzählt? Im Prolog, das ist die Rede, die das Christkind zur Eröffnung des Christkindlesmarkts spricht. Okay. Das ist immer der gleiche Text. Es ist immer alle zwei Jahre ein anderes Christkind. Mhm. Wird aus den Schulen von Nürnberg ausgesucht. Also. Okay. Und mit Kindern hast du ja eh viel zu tun. Mit Kindern, ne? Habe ich eh viel Weil zu tun. Weil du denen ja auch so ein bisschen was über Zahnpflege erklärst und genau, so weiter. Das passt jetzt vielleicht nicht so sehr zu den Süßigkeiten, die du heute kredenzen wirst. Was gibt es denn heute bei dir? Bei mir gibt es heute eine scharfe Entenbrust. Scharf deswegen, weil ich da Meerrettich mit reingebe. Ja. Und die wird aufgespießt und wenn das knusprig wird, wird es zusammen mit Röstitalern auf einen Spieß gesteckt. Mhm. Und man kann die in die Meerrettichsoße tunken. Mhm. Ich freue mich, wenn du noch mehr Wörter mit R hast. Das macht so einen Spaß, dir zuzuhören. Knusprige Meerrettichsoße, Prolog. Wie geht's weiter? Was gibt's noch? Dann gibt's ein Schoko-Rosmarin-Törtchen mit Glühweinschaum. Oh, jetzt wird's gefährlich langsam, ja? Ja? Und, ja, es hört sich einfach so lecker an. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Was gibt's noch? Und dann gibt's einen Glühwein aus Apfelsaft, Apfelsidre und ein bisschen Calvados. Ja, da kann man nicht sagen, dass ihr euch keine Arbeit gemacht habt. Ich werde auch bei dem Gericht sicherlich drauf gucken, weil da steht ja Schokoladen-Rosmarin-Küchlein. Ich werde gucken, ob ich den Rosmarin rausschmecke, zumindest auch vielleicht auch sehe. Und das ist für mich wichtig, weil der Rosmarin ist ein Hauptbestandteil. Ich glaube, man kann sagen, es sind alles tolle Köstlichkeiten, die sich meine Kandidaten hier ausgedacht haben. Also wirklich sehr, sehr schön. Wie weit bist du jetzt? Churro-Teig ist soweit fertig, muss ein bisschen abkühlen. Churros muss man vielleicht auch noch mal erklären. Churros, das ist sowas, gibt's, etwas Ähnliches gibt es auch in der Türkei. Das ist sowas Gebackenes, glaube ich. So Gebackenes aus Brandteig, wenn ich mich nicht irre. Lokma. Nee, Lokma, doch Lokma ist es. Die Form ist anders, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Und das esse ich sehr, sehr gerne. Machst du einen Brandteig tatsächlich jetzt, oder? Wenn du mir sagst, was du mit Brandteig genau meinst, dann... Also ein Brandteig ist eigentlich klassischerweise Wasser aufkochen, Mehl reingeben. Ja, stimmt. Ja, mit Mehl und Butter habe ich genau, das gemacht. Dann so lange abbrennen, bis sozusagen die Flüssigkeit verdampft ist, so eine Art Kugel entstanden ist. Das habe ich nicht gemacht, ich habe es schon vorher verwirrt. Und dann kommt Eigelb rein. Genau, das Eigelb mache ich dann noch an. Wenn du ich hast einen Blitzbrandteig gemacht oder so? Oder so, ja. Okay. Wie verbringst du Weihnachten? Am liebsten bei meiner Oma, die hat doch am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag. Mhm. Die möchte ich übrigens mal kurz grüßen. Letztes Mal hat, ja, sie, sich du, könnt, hat sie sich beschwert. Dass alle einen Gruß frei heute. Ja? Wenn Julia die Klasse 10c grüßen durfte, dann darfst du natürlich auch grüßen. Ja, ja, liebe Oma, ich grüße dich auf jeden Fall hier von der Küchenschlacht neben Nelson und viel Spaß heute noch beim Rest. Was, beim Rest? Ja, beim Rest gucken, meine ich. Ach so. Ach so, ja, und wir... Meine Oma macht den weltbesten Rotkohl. Das behaupten zwar wahrscheinlich viele, dass ja, ihre Oma Fall. Den, aber meine macht wirklich den weltbesten. Also ich behaupte nicht, dass meine Oma den weltbesten macht, sondern dass ich den weltbesten Rotkohl mache.
Und nee, das kann nicht sein, das können nur Omas. Okay, naja, irgendwie bin ich das ja auch heute, so ein bisschen. Apropos Geburtstag, Julia, du hast ja bald Geburtstag, ne? Ja, erinnere mich nicht daran. Wieso? Ist doch schön, wie alt wirst du? Ja, was schätzt du denn? Ich kann jetzt nur alles falsch machen. Ja, ich entschuldige stimmt. mich jetzt schon mal. 27? Nein, ich werde 30. Aber das ist doch schön. Nee. 30 ist doch das perfekte Alter. Nee, ich habe mega Angst vor dieser 30. Man Warum? Hat sich damals so gefreut, als man 19 war, dass man endlich 20 ist. Mhm. Weil man dann ja erwachsen wird und man ist groß und steht auf eigenen Beinen. Und jetzt, scheiße, es ist 30. Also ich finde ja, das ist so ein bisschen wie bei einem schönen Steak, ne? Also erst wenn der richtig... Willst du mich jetzt mit einem Steak vergleichen? Nein, pass mal auf. Ne? Wenn der richtige Garpunkt erreicht ist, dann schmeckt das Fleisch erst richtig lecker, meine Dame. Ne? Schön, so sieht's nämlich mal aus. Ne? Die Röstung habe ich noch an. Ich habe Muskat mit rein. Muskat? Ja, okay. ist mit drin. Ja. Ich würde sie aber gerne noch in der Pfanne ein bisschen anrösten. Okay. Sonst werden sie nachher in der Pfanne im Kraut zu teigig. Also ich würde sie... Die sehen aber richtig schön aus. Also muss man sagen. Und hier Kraut hast du ja reichlich gekocht. Ne? Für wen willst du denn da alles kochen? Für meine Weihnachtsgäste im Publikum. Ach so, Anna. Mhm. Ja. Okay. Ich finde sie richtig schön. Schöner Geschmack. Aber mit dem Nachbraten finde ich klasse. Das Kraut. Da hast du einfach nur Speck angeschwitzt. Ich habe Speck angeschwitzt, abgelöscht nachher noch mit Zwiebel, abgelöscht mit Weißwein und Gemüsefond. Oh, auch sehr fein. Kraut ist ja so, wächst ja bei uns auch in der Gegend, in Stuttgart herum. Genau, es gibt ja dieses Filterkraut. Filterkraut. Ich glaube, dafür sind wir Deutschen ja auch bekannt. Wir sind ja auch so die Krauts im Ausland. Ja. Aber Kraut ist auch sehr, sehr gesund, hat sehr, sehr viel Vitamin C. Also von daher eine richtig schöne Geschichte. Und eine Sache ist, du hast auch Geburtstag demnächst, ne? Ja, ich habe auch bald Geburtstag im Februar. Auch im Februar, ne? Im Februar. Du hast auch im Februar, ne? Ja, 26. Wassermann Februar. Oder Fisch? Du bist nur Wassermann wahrscheinlich. Ich bin Wassermann, ja. Ich bin auch Wassermann. Und du machst auch eine Party, glaube ich, zu deinem Geburtstag. Riesengroße Fete, ja. Es wird nämlich der 50. Oh. Ja, wird eine richtig fette, große Party. Okay. 60 Leute. Wo feierst du? In einer Bar, in einer Mietbar. Ach so, ja. Nicht zu Hause, weil du hast ja ein relativ großes Zuhause, glaube ich, ne? Ja. 13 Zimmer, ist das richtig? 13 Zimmer, zwei Küchen. 13 Zimmer, eins für den Chef und der Rest fürs Gesindel, oder? Ja, genau. Nee, wir haben von unserer... Guck mal hier, in so einem Palast wohnt der Harry hier. Schick, schick, schick. Was ist das denn für ein Haus? Das war von meiner Schwiegermutter mal ein Gutshof. Mhm. Den haben wir vor 4 Jahren umgebaut. Und irgendwie beim Umbauen kam uns so eine Idee, mein Mann und mir, da gibt es eine Ecke, die steht unten drum, da machen wir noch mal eine Küche rein. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Küchen auf einer Ebene. Okay. Eine Vorzeigeküche für Gäste und so Party und eine Arbeitsküche, da mache ich meine Maultaschen, meine Kekse, alles mache ich dort. Da läuft bei dir, ne? Da läuft. Auf jeden Fall, schön. Ja, nee, schön, ehrlich. Okay, und was macht man mit so viel Platz zu zweit? Mein Leben. Ja, hört sich sinnig an, auf jeden Fall. Leben, okay. So, wie schaut's bei dir aus? Rösti sind noch ein bisschen. Ist noch nicht so viel passiert, ne? Nein. Das ist schon ein bisschen krosser. Ich finde immer, ich würde dir empfehlen, noch ein bisschen mehr Fett reinzugeben. Das ist ja eigentlich wie. Hast du vielleicht mal ein bisschen Fett für mich? Ich habe bloß Butter und die verbrennst du leicht. Ach so, ja, normales Öl, ne? Normales, ja. Ja, ich schau mal, hat jemand das noch ein bisschen schön. Öl zu. Für die Gisela? Hier, schenke ich dir. Kannst probieren. Das ist Olivenöl, hast du jetzt auch, ne? Ein bisschen. Ja. Ja. Sollen wir ja, das nehmen ja. oder wir nehmen ein bisschen was von der Ente noch mit raus? Das ist auch gut, ja. Gute Idee. Ja. Aber hätt guck mal, so hilfsbereit sind die alle. Aber ich glaube, ihr versteht euch eh ganz gut, ne? Ja. Super. Ja, ja. Super. Ja, was? Dankeschön. Was heißt hier, ja, ja? Nee, ihr versteht euch wirklich? Oder? Ja. Nein. Ja. Super. Ja, nein, doch, ja. Nee, super, ehrlich. Ich schaue in der Zeit jetzt mal zu den Churros hier rüber. Ja, die werden jetzt gerade hier in den Spritzbeutel gegeben. Teig ist fertig. Ja. Mhm. Werden dann gleich, damit die dann auch ja für den Ali super frisch sind, in letzter Minute ins Fett gemacht. Ist jetzt der Punsch? Darf ich den? Ich wollte jetzt endlich mal ein bisschen Alkohol probieren hier bei euch. Ist noch kein Alkohol drin. Ja? Ach so. Das wird noch untergerührt. Das ist jetzt einfach nur die Eimasse. Ja. Aber die steht jetzt hier so auf dem Wasserbad. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil da ist schon ein bisschen Rührei entsteht drunter. Okay. Das würde ich vielleicht doch gleich noch mal
abgießen. Das ist ohnehin relativ viel. Ich nehme es dir runter, ne? Jo, danke. Schau, hast du geguckt? Mhm. Hier unten? Ja, ja. Vielleicht gleich noch mal durch Sieb kippen, okay, dass da nichts mit passiert. Danke für den Tipp. Champignons, kann ich die schon mal probieren? Ja, bitte. Champignons schmecken toll. Da solltest du nur aufpassen, dass das nicht zu stark reduziert, weil sich sonst ja das Fett trennt. Ja. Du bist aber eh so ein Fan-Mensch, ne? Du sammelst ja auch, glaube ich, Autogrammkarten, ne? Das ist richtig, ja. Ja, von wem hast du jetzt alles? Von dir noch keins. Ich hoffe, es kommt nach der Sendung dann. Ja, natürlich, klar. Ja, eigentlich frage mich lieber, von wem ich keins habe. Ich habe Brad Pitt, Angelina Jolie, mhm, Daniel Craig auf der Toilette. Okay. Da war ich bei der Filmpremiere von Daniel Craig und musste dringend auf Toilette, habe mich dann irgendwie in das Kino, wo die Premiere ist, geschlichen, über den Hintereingang, bin auf die Toilette und auf einmal stand Daniel Craig neben mir am Pinkelbecken und ich dachte nur so, Mist, und ich hatte auch gerade nichts, da hatte ich irgendwie so eine Zeitung oder irgendwie so einen Zeitungsschnips in der Tasche und habe dann so natürlich noch gewartet, sag ich mal, bis er fertig war mit dem Pinkeln und habe dann am Waschbecken mal schnell nach dem Autogramm gefragt, bevor mich dann die Security wieder aus dem Kino geführt hat, ganz nett. Ne? Die Großhaus nehme ich mal aus. Ah, jetzt kommen die Spätzle zum Kraut gekommen. Ja. Okay. Apfelküchle. Was für ein Teig war das? Bierteig. Also die Flüssigkeit wird komplett durch Bier ersetzt. Möglichst ein maltstarkes Bier. Ja. Mehl, Eier, mhm, Backpulver, Zucker. Okay. Vanille. Aber also kein Teig, wo man das Eiweiß extra aufschlägt? Nein. Okay. Und das geht dann praktisch nur durch das Backpulver auf. Genau. Die sehen aber sehr, sehr schön aus. Die Rezeptur musst du mir mal geben. Ja. Mhm. Ich kenne nur diesen klassischen Bierteig. Sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Was geht da noch dazu? Zuckerzimt. Die werden nachher in Zuckerzimt gewälzt. Mhm. Und für Ali nachher noch ein bisschen Honig drüber. Mhm. Ganz leichten Honigstreifen. Davon können wir doch jetzt eigentlich schon mal ein bisschen was verteilen, oder? Ja, also das ist ja so viel. Hör mal, da. Ne? Haben wir denn hier so ein bisschen was? Sind die denn schon fertig? Sind die abgeschmeckt? Probier du mal. Okay. Ich habe es vorhin nur mit dem Kraut probiert. Die Spätzle haben für sich auch geschmeckt. Also das ist ja richtig schwäbisch, ja? Das sollte ich euch nicht geben. Ne, das ist Spaß. Bisschen was hier. Zack. Also davon brauchst du ja wirklich nur zwei, nein, drei Löffel. Alles, ne? Gut, alles gut, ehrlich. Nehmt, lasst euch schmecken. Mhm. Wie weit seid ihr denn mit euren Heißgetränken, Gisela? Was sagt dein Punsch? Heiß. Heiß? Mhm. So. Ich komme gleich mal rum zum Probieren, nachdem ich hier so ein bisschen Volkesfütterung gemacht habe. Okay. So. Wer möchte? Da müsst ihr euch ja schon mal ein bisschen bemerkbar machen hier, ne? Spitze Schreie. Lasst euch schmecken! Rufe. Mhm. So, hier sind noch zwei, drei Löffel. Danke, super, danke. Sharing ist, ne? Yes. Sharing ist caring. Teilen ist das neue Haben. Hier oben auch, oder? Ja. Ja, Schwäbisch. Woher kommen Sie? Aus Hamburg. Oh ja, das ist hier interkultureller Austausch und so weiter, ne? Hier vorne einmal, Löffel bringe ich gleich noch mal. So, haltet mir eure Heißgetränke bereit. Die möchte ich gerne probieren gleich. Auch das ist nicht so einfach, hört sich leicht an. Meins ist auch schon fertig. Fünf Minuten habt ihr noch. So, an den Ausgängen haben wir Metalldetektoren, die Löffel also bitte hier lassen. Ja? So, hier vorne nochmal. Zwei Löffel. Und hier einen hier vorne nochmal, damit ihr nicht mit den Händen essen müsst. Dann sind sie verteilt. Auch was Gutes getan wieder, ne, zur Weihnachtszeit. Naja. Ist auch lustig, dass der Afrikaner in Deutschland Essen verteilt. Ne? Wenn du magst. So, wo sind eure Getränke? Hier ist meiner im Roten. Was sag mal, ob der zu stark ist? Das ist der Holunder mit Gin. Warum ist da Kamille mit drin? Weil das gut schmeckt. Ah ja. Okay. Es sieht so wässrig aus. Bei Holunder hätte ich jetzt gedacht, dass es... Nee, sonst ist es so süß. Mhm. Ich habe wieder so viel Gold hier an meiner Hand.
Das ist richtig lecker. Das ist lecker? Das, aber es ist viel Gin drin, ne? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Wasser aufgekocht. Also da ist schon, da ist eine Feuerzangenbowle, nichts dagegen. Oh, ich finde es richtig lecker. Aber meinst du, das ist zu stark? Soll ich noch ein bisschen heißes Wasser drauf machen? Du warst zu lange auf dem Schiff. Ja. Da ist schon ordentlich Wumms drin. Ich finde, Holunder kommt noch nicht so durch. Ja, da mache ich noch ein bisschen Holunder. Da solltest du noch mal ein bisschen schauen. Hier sind die Churros jetzt drin. Ja. Toll. Sind die so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, ich würde sie gerne einmal wenden halt. Ne? Ja. Damit sie ja wirklich von allen Seiten goldbraun werden. Ja. Ich muss dich leider enttäuschen, der ist schon abgefüllt und ich glaube, ich habe nichts übrig. Oh, toll. Okay, das heißt, du. Aber hier ist doch noch was. Ach so, ja, aber das ist noch nicht gemischt, das ist wieder nur die Eimasse. Das ist nur die Eimasse, okay. Gut, auf einer Bindung her ist sie okay. Den Rum kann ich mir vorstellen. Gisela hat. Oh. Entschuldigung, ich habe dich vernachlässigt. Mir Bescheid sagen, genau. Ich hab dich wenn du deine Ente aufschneidest, die sensationell aussieht im Übrigen. Also. Ist das so eine Art Sabayon, die du hier gemacht hast? Oder? So ähnlich, ja. Ich habe also nur Eigelb hauptsächlich, bisschen Zucker und Heidelbeerglühwein mit Zitrone. Also ich finde, das passt jetzt perfekt zum Sternenstaub. Dieser rosa Schaum hier, also. Wodurch hat der so eine starke Bindung? Also der fällt ja gar nicht zusammen, ne? Muskelkraft. Oh. Gut. Den würde ich auch gerne mal probieren. Langsam müsst ihr anrichten, die letzten zwei Minuten. Und ich kann euch noch eine weitere Freude machen. Auch Gisela hat ein bisschen hier für die Ränge gekocht. Genug Glühwein über für gleich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also sehr schön ausgewogen mit dem Zimt. Macht richtig Spaß. Was ist das denn hier noch? Das ist Meerrettich Soße. Ja. Die ist aus Schmand. Meerrettich. Da ist Zucker, drin noch. Salz und ein Apfel. Ach, Apfel ist es. Okay. Schön. Also. Kannst du meinen Heißkartoffeltopf probieren? Sehr gerne. Habe ich extra für dich. Kannst du die Tasse nehmen, Steine? Ach, das ist extra meine, ja, oder was? Extra meine. Das ist gar nicht so schlecht, der Job hier als Moderator in der Küchenschlacht, ne? Ja, auch sehr schön. Genau, schön, dass ihr auch ein bisschen andere Gefäße genommen habt oder hier nehmt, ja? Liebe, könntest du mir vielleicht meine Muffins aus dem Ofen nehmen, bitte? Ja, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Die sehen wir jetzt. Wo stehen die denn? Im ersten Ofen. Ach, da hast du sie versteckt. Sind die gut so? Hast du sie mal angeschaut? Nee. Warte, ich komm. Schoko-Rosmarin-Küchlein, ne? Die nehme ich so. Toll. Wahnsinn, was ihr hier macht in der Zeit. Langsam dreht ihr richtig auf. Letzte Minute. Auf geht's. Ja, sehr schön. Churros, Eierpunsch. Okay. Ja, mach ruhig. Bring das eine nach vorne, hol das nächste. Die Zeit haben wir noch. Handbrot. Das von vorne. Ist von vorne. Okay. Oh, da geht noch Honig auf die Apfelküchlein. Eieieiei. Das ist die Praline, ne? Okay. Hört alles zusammen. Gisela, kommst du auch? Ja. Brauchst du noch was? Ein Teller oder irgendwas? Alles gut. Das sieht toll aus. Mein Gott. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genau, alles nach vorne. Klasse. Schön in der Zeit geblieben. Ich sehe jetzt schon mal fertig auf dem Tisch von Julia das herzhafte Handbrot, die Praline im Sternenschaub und der Holunder-Gin-Punsch. Sieht alles toll aus. Einzige Manko könnte vielleicht ein bisschen fehlender Holunder-Geschmack sein. Da ist der Gin, überwiegt dann doch. Aber vielleicht ist er so stark, dass er den Ali einfach direkt umhaut. Ansonsten glaube ich keine Gefahr. Wenn ich das Gericht von Harry anschaue, mit den Krautspätzle, mit den schönen Apfelküchle, mit dem Orangen-Ingwer-Tee. Bei den Apfelküchle ist der Honig ein bisschen drüber gekommen. Das schadet vielleicht so ein bisschen der Kruste, aber das ist auch wirklich das einzige Fehlerchen, was ich jetzt entdecken kann. Das Dreierlei von Nico besteht aus den Champignons, aus dem Tom and Jerry Eggnog und aus den Churros. Bei dem Eierpunsch haben wir so ein bisschen zu viel Hitze dran gehabt. Ich hoffe, dass das mit dem Alkohol klar geht. Ansonsten sehen die Churros klasse aus.
Ja, Giselas Gericht besteht aus scharfen Entenspießlein, einem schönen Apfelpunsch und Schokorosmarinküchlein. Also die hat heute Vollgas gegeben. Das Küchlein sieht toll aus. Also von mir keine Einwände. Bei meinem nächsten Kollegen weiß man gar nicht, wo er gerade herkommt. Ob aus München oder aus Hamburg. Aber das ist auch egal. Ich freue mich auf meinen Freund Ali Güngermisch. Also legen wir los. Ich bin mal gespannt, was die Kandidaten jetzt zaubern. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel Alkohol hier in mein Getränk reinmischen, weil ich muss 4 Sachen probieren. Beziehungsweise, klar, auch trinken. Nicht nur probieren, sondern trinken. Ich will es auch genießen. Also von daher will ich jetzt losziehen. Kann ich gehen? Scharfe Spieße von der konfierten Entenbrust mit Röstitalern. Hier. Gut, damit fange ich an. Röstitaler, okay. Mhm. Entenbrust schon mal schön gebraten. Ja. Scharfe Spieße heißt scharf. Ja, das ist so ein bisschen mit dem, was da drunter ist. Wenn du es mit dem, okay, was da drunter ist, isst. Meerrettich. Genau. Mhm. Mm. Ist da auch ein Apfel drin, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Apfelmeerrettich, sehr köstlich. Entenbrust wunderbar gebraten. Rösti. Rösti sehr schön rausgebraten, rausgebacken. Wunderbar kross, in der Mitte noch schön saftig, das ist wichtig. Entenbrust auch toll gewürzt. Und schon mal sehr gut. Mhm, passt. Dann gibt es ein Apfelglühwein. Okay, jetzt schon. Schön dekoriert mit Vanille. Vanilleschote, köstlich, gut. Mhm. Hat nicht so viel Humps, also nicht so viel Alkohol. Man schmeckt noch Apfel raus, das ist mir wichtig. Wir haben extra die Light-Version für dich gemacht, lieber Ali. 14 Uhr möchte ich noch nicht so viel Alkohol haben, aber auch schön warm, nicht zu heiß. Das heißt, der Geschmack von dem Apfel kommt wunderbar raus. Auch gut. Sehr schön. Ah, geht schon mal gut los. Dann zum Schluss Schoko-Rosmarin-Küchlein mit Glüh. Weinschaum. Oh, sieht optisch super aus. Schön, schön, schön. Schaum hält. Wunderbar, ganz leicht. Dann Schokoküchlein hier in der Mitte. Wunderbar flüssig, wie ich hier so sehe. Und ja, genau. Der Rosmarin kommt auch raus. Sehr schön. Ja, ja, genau. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr fein. Gut. Herzhaftes Handbrot. Herzhaftes Handbrot. Ach so, okay, so wird das gemacht. Okay, das ist ein Brot selber gebacken? Ja, du. Echt? Das in 35 Minuten, ja, Wahnsinn. Mal aufmachen richtig, guck mal. Wow. Schön geschmolzen, Brot, schön wunderbar, knusprig. Fein, fein. Entschuldigung. Mhm. Wer es tragen kann, ne? Ich muss sagen, die Creme hier, diese Käse sozusagen, wunderbar lauwarm, dann Speck schön lauwarm, dann kurz geröstet. Das Ganze nochmal hier mit den Zwiebeln. Speck und Zwiebel passen sowieso sehr, sehr gut zusammen. Dann Brot selber gebacken. Wow. Also schon mal sehr fein. Hier ist auch noch mal ein bisschen Käse extra, ne? Mhm. Gut, gut abgeschmeckt. Ah, gut, wirklich gut. Kannte ich gar nicht, so ein Handbrot, ne? Okay. Dann Holunderpunsch mit Gin. Oh la la. Ho, 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 ho. Ja, ja. Also auch nicht, ich mag ja Gin, ne, aber... Komm, hau weg, nach mir die Gin. Schenk ich hin. sehr fein gemacht. Könnte ein bisschen heißer sein, ja, ein bisschen ist es so lauwarm, aber ein bisschen heißer hätte ich mir gewünscht, ja, aber sonst alles okay. Dann Praline im Schnee und Sternenstaub. Praline selber gemacht, ja, klar, mhm, oder? Ja, sicher. Na, hier sehe ich hier, irgendwas ist da in der Mitte drinnen, irgendeine Überraschung, oder was soll das sein? Und eine schöne Idee, sieht optisch gut aus. Aber vom schwarzen Schieferstein angerichtet, mhm.
Gut, hätte man ein bisschen üppiger geben können, ja, diesen Sternenstaub nicht, aber den Schnee sozusagen ein bisschen mehr Kokosflocken. Die Praline insgesamt selber köstlich, für mich zick zu süß. Ja. Was ist das Weiße eigentlich hier drinnen? Das ist mit Datteln und Kokos gemacht. Mhm. Okay. Das ist, ja, wenn man den Kokosmark genommen hat, das ist natürlich sehr süß, ne? Aber mit Datteln ist klar, ist auch sehr süß, deswegen ist die Praline sehr süß. Aber sonst, hier, Handbrot gut gemacht. Das müsst ihr, weißt du, Ali? Gut, okay. Und Praline. Das müsst ihr gerade sagen, ey. Baklava, babsüß, alles süß, weißt du? Mein Baklava, wenn ich Baklava mache, ist nicht so süß. Nee, okay, das würde ich gerne mal probieren. Schön festhalten, ne? So, es geht weiter. Krautspätzle mit Speck. Krautspätzle mit Speck, okay. Kraut ist Sauerkraut, denke ich mal, ne? Ja, mit Sauerkraut. Kümmel sehe ich hier, Speck sehe ich hier. Mhm. Das ist das Holunder oder was ist das? Piment, oder? Speck ist schön wunderbar locker. Gemacht, schön abgeschmeckt. Ein bisschen zu viel Kraut drin, finde ich. Weil dadurch, dass der Sauerkraut ja sehr sauer, sehr klar, der sauer ist, deswegen so Sauerkraut. Schmeckst du vom, ja, du bist von den Spätzle nicht so viel. Aber das ist schon, eher. Das heißt ja auch Krautspätzle. Stimmt, aber es ist sehr sauer. Aber mit dem Speck und mit dem Kümmel drinnen harmoniert das sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem, Sauerkraut dominiert wirklich sehr stark. Dann gibt es dazu heiße Orange mit Ingwer. Unten drunter ist, glaube ich, ein bisschen Honig, oder was ist das? Ja. Was sehe ich denn da? Ah, ja, umrühren. Drin. Wunderbar, erstmal umrühren gucken. Da schmecke ich wirklich den Alfons raus. Gut, schöne Idee. Ingwer kommt schön raus, du schmeckst die Orange, da ist so ein bisschen Vanille drin, glaube ich. Ja, doch, das ist Vanille. Also wirklich lecker, auch nicht zu heiß, auch nicht zu kalt. Perfekt. Dann Apfelküchle im Bierteig. Und die sehen toll aus, guck mal, gleichmäßig, schön, wunderbar gebacken. Dann am Ende ist es wahrscheinlich, ja, Zimtzucker oben drauf. Hier kann man gucken, Apfel wunderbar durchgebacken. Außen knusprig, in der Mitte schön weich. Schmeckt voll Apfel raus, auch nicht zu viel Teig, der Teig dominiert nicht. Das heißt, ich habe sehr viel Apfelgeschmack. Also, bei dem hier, bis auf die Spätzle, beziehungsweise ja, zu viel Kraut im Spätzle, alles andere perfekt umgesetzt. So. Estragon-Champignons mit Röstbrot. Eine schöne Idee eigentlich, ne? Ich nehme es einfach so in die Hand, oder? Mhm. Obwohl, warte mal, ist ein bisschen weich. Ich schneide einmal drauf. Brot, dunkles Brot, geröstet von beiden Seiten. Ja, nee, von einer Seite. Dann Champignons im Ganzen gebraten, mit Estragon verfeinert. So. Also Estragon-Rahm-Champignons sind das. Mhm. Gut. Also, schöne Idee. Champignons wunderbar rahmig gehalten, auch gut abgeschmeckt mit Estragon zusammen. Passt, also Estragon und Champignons passen sowieso sehr, sehr gut zusammen. Das Ganze auf dem Brot. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen die Champignons vielleicht ein bisschen kleiner geschnitten, also dadurch hast du mehr Champignons auf dem Brot. So ist es ein bisschen, ganz bisschen trocken, aber es ist noch alles im Rahmen. So. Tom and Jerry Eggnog. Habe ich noch nie gehört, du. Das heißt hier, das ist das Eggnog, ne? Ja, das ist eigentlich ein Eierpunsch eigentlich. Eierpunsch, das ist hier, also hat sich abgesetzt, es hat sich getrennt. Ich weiß es nicht, wie, ob das so gewünscht ist. Unten ist sehr flüssig, also ich komme ja, unten ist sehr flüssig und oben ist die, ist geronnen. Hier kann man ja wunderbar sehen, hier kann man sehen, das harmoniert nicht, das ist die Emulsion, es hat sich miteinander nicht vermischt. Mhm. Wollt den haben, hier. Nee, und es ist sehr sahnelastig. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein soll. Es ist ein bisschen aber, geschlagene Sahne oben drauf, als Haube. Ja, ja, aber zu viel drinnen. Also ich schmecke ja, wenig Ei raus. Also ich schmecke überwiegend Sahne raus. Aber sonst, die Idee finde ich ja nicht schlecht. Ne? Dann Churros mit Schokosoße. Die sehen aber gut aus, die Churros mit Schokosoße, weil sowas Ähnliches gibt es auch in der Türkei. Das ist aus Brandteig, wird das gemacht und ja, dann wird das rausfrittiert. Und dann gibt es so einen Zuckersirup und dann wird es eingetunkt oder eingetaucht.
Boah, die sind ja super. Mmh, sehr fein. Wahrscheinlich auch nicht ganz so süß, ne? In der Türkei. Ne, die sind schon sehr gut hier. Schön außen, knusprig in der Mitte, schön weich. Dann die Schokosoße. Ist das auf. Was ist das für eine Schokosoße? Schokosoße, okay. Ein bisschen mit Sahne oder Milch drinnen. Schokosoße ist gut. Wunderbar, schmeckt Schokolade raus. Die Churros, sehr gut gemacht. Ihr könnt jetzt alles aufessen. Also, wer mich absolut überzeugt hat, scharfe Spieße, Apfelglühwein und Schoko-Rosmarin-Küchlein. Weiter! Herzhaftes Handbrot, wunderbar gemacht. Brot in 35 Minuten selber gebacken. Die Creme oben drüber ist wunderbar abgeschmeckt. Die Praline, die Idee, auch ein bisschen weihnachtlich. Auch die Dekoration mit eingebracht. Auch weiter. Dann habe ich die Krautspätzle mit Speck wunderbar hausgemacht, habe selber gemachte Spätzle, bisschen für meinen Geschmack zu viel Kraut drinnen, das heißt, ich schmecke eigentlich überwiegend Sauerkraut mit Speck und ein bisschen Kümmel. Von den Spätzle schmecke ich nichts, das ist ein Kritikpunkt. Dann heiße Orange, die sehr gut umgesetzt worden ist, mit Ingwer verfeinert, wirklich sehr fein. Dann Apfelküchle im Bierteig, lange nicht so gute Apfelküchlein gegessen, also auch mich überzeugt. Eigentlich sind die drei Komponenten sind easy zu machen. Da ist man wenig Risiko eingegangen. Ist auch, sage ich jetzt mal, zu 70-80% gelungen, bis auf den Kraut sozusagen. Ein bisschen zu viel Kraut, das dominiert sehr, ne? Auf der anderen Seite habe ich die Estragon-Champignons mit Röstbrot. Dazu ein Tom und Jerry Eggnog, der nicht hundertprozentig gelungen ist, meines Erachtens. Ich glaube, das wollte man nicht so. Unten, es hat sich abgesetzt, oben die Sahne, unten drunter die Flüssigkeit. Dadurch ist es geronnen, habe ich ja wunderbar vorhin erklärt. Auf der anderen Seite habe ich die Krautspätzle, die nicht so für meines Erachtens, aber es heißt Krautspätzle. Hier sehe ich bis auf zu viel Kraut, alles perfekt. Drüben ist das Eingericht geronnen und deswegen ist nicht perfekt umgesetzt worden. Und dass das Brot, sage ich jetzt mal, das Champignon-Brot ein bisschen zu trocken ist, ist Krautspätzle. Weiter. Mein Gott, das ist ja spannender als ein Fußballspiel. Nikolas, komm her. Gib mir die Pranke. Schön, dass du dabei warst. Meine Damen und Herren, morgen wird es richtig spannend. Denn aufgrund von Wintersport am Freitag feiern wir morgen schon das Finale hier ab. Also schalten Sie ein. Und vielen Dank für die Treue. Hier ist Müller. Ciao, ciao.